Willkommen zurück hier auf unseren Adobe Livestream auf Deutsch, live aus München. Und für unseren dritten Slot heute sind wir wieder mit Ramona zusammen. Hallo Ramona. Hallo. Wie geht's? Sehr gut, danke. Ja? Schönen Tag gehabt? Ja, auf jeden Fall. Da. Und wie gesagt, wir sind jetzt für die nächsten zwei Stunden mit Ramona, eine Illustratorin aus Potsdam. Spezialisiert auf Kinderbücher ist im Moment. Genau. Im Moment, ich sage im Moment, man weiß ja nie, wie. Vielleicht gehst du ja wieder auf Vektorendateien zurück. Ja, das ist unwahrscheinlich, aber. Und wie gesagt, danke Can, danke Mikiko für die letzten zwei Stunden. Und um 16 Uhr ist dann der Christoph Göttling wieder dabei mit Fotografie und Bildbearbeitung. Also, Ramona, fangen wir wieder mit dir an und vielleicht gucken wir uns zuerst mal deine Webseite an. Okay. So, da sind wir schon drauf. Und Ramona arbeitet heute auch auf einem iPad, auf dem wir Astropath Studio haben. Und das tut den iPad so, der iPad wird fast so ein Mini-Cintiq, ist ganz cool. Und halt mit dem Apple Pencil anstatt einem Stylus, ja. Und da hat man auch die ganzen Drucksachen in Photoshop und so. Ja. Also ihr werdet sehen, das ist wirklich super toll. Und ich glaube, du hast eigentlich Spaß, mit dem zu arbeiten? Ja, oder, auf jeden Fall. Ja, würdest du das noch mehr machen? Ja, Anna, du hast ja einen Cintiq. Wenn ich die Wahl habe, würde ich natürlich meinen Cintiq nehmen, weil ich noch einen zweiten Bildschirm dann habe und weil ich einfach so diesen großen Bildschirm sehr gerne mag. Aber so für unterwegs oder für sowas ist es perfekt. Ja. Okay, willst du, erklär uns ein wenig, wer du bist und was du so machst. Ich bin Ramona, eine Kinderbuchillustratorin aus Potsdam. Ich habe mich 2012 selbstständig gemacht als Vektorillustratorin und bin dann zu Kinderbüchern übergegangen. Einfach, weil ich lieber zeichne und Vektorgrafiken eher ein Kompromiss für mich waren, halt was Kreatives zu machen. Und das ist, was ihr hier seht auf der Seite. Das ist mein Portfolio. Seit einiger Zeit mache ich auch immer mehr so Jugendbuchcover. Das macht auch sehr viel Spaß. Super. Können wir da in eine... Das Lieblingsbild vom Can? Ach so, genau. Das ist das Koala. Der Koala. Koala. Und Can, kannst du so schnell checken? Anscheinend sind wir asynchron. Kannst du schnell checken? Also, okay. Genau. Und hast du den Koala für irgendwas benutzt? Oder ist er in einem Kinderbuch? Existiert der? Ich habe vor kurzem angefangen, Skillshare-Kurse zu machen. Mhm. Und dafür war der Koala. Und das in meinem ersten Skillshare-Kurs habe ich ja gezeigt, wie ich den Prozess, wie ich den Koala gezeichnet habe. Mhm. Was ist Skillshare? Skillshare ist Skillshare. Genau. YouTube oder Netflix, nur halt für Kurse in allen möglichen Bereichen und vor allem der kreative Bereich ist halt sehr groß da. Ja, und die hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meinen Kurs zu machen, und ich dachte, warum nicht, man kann es ja ausprobieren. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das hat eine Weile gedauert, mich da reinzuarbeiten. Existiert der Kurs schon auf Skillshare? Ja, mittlerweile habe ich schon 3 Kurse tatsächlich. Oh, also, wenn ihr Kurse von Ramona möchtet, auf Skillshare. Das sind allerdings auf Englisch, aber das ist ja, glaube ich, kein Problem für die meisten. Nein. Alle sagen hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, my lady Janine. Hallo, Claudia. Thorsten, Christian. Der Can hat sogar eine signierte Version bekommen. Ich nicht? Ich habe noch eine Zeit für dich. Oh. Wenn du die möchtest. Ihr beiden eine Stunde Mittagpause. Jetzt kann ich auch mal zuschauen. Hallo Thomas, wieder zurück. Wie Lecturio für den künstlerischen Bereich. Skillshare meinst du? Okay. Lecturio kenne ich gar nicht. Aber wie Udemy ein bisschen. Ja, Udemy. Das, glaube ich, verbreitet. Sehr cool. Also, willkommen zurück im Chat. Viele Fragen stellen. Wir sind für die nächsten 2 Stunden mit Ramona. Genau. Und gestern haben wir angefangen an einem... Ja, okay. Also, Can sagt mir, es sei alles synchron. Schon mal neu laden. Vielleicht neu laden, ja. Bei mir geht's. Sehr gut. Also, bei Can geht's. Vielleicht ist es auch nur, weil er da neben mir steht, aber... Weil ich es von dir höre. Genau. Ja, Ramona.
Ja, genau. Gestern haben wir schon, ich hatte vorhin eine schöne Skizze vorbereitet und damit haben wir gestern angefangen und die würde ich jetzt einfach weitermachen. Okay, dann. Ah, kann man Nee. so von einem. Keine Okay, Ahnung. ich gehe schnell mit dem Kursor da runter und gehe auf Photoshop. Ich arbeite normalerweise an einem PC. Ah, Ist ein bisschen da ist unruhig. es schon. Ja, genau. So. So weit sind wir Genau. gestern gekommen. Und gestern haben wir ja auch gesehen, wie du eigentlich mit der Skizze anfängst und Genau. dann Grautöne reintust, um die Tiefe zu definieren und Genau. die Kontraste und den Fokuspunkt. Ja. Und ja, und wenn ihr das noch sehen möchtet, da ist alles natürlich im Replay drinnen. Und dann hast du auch Farbvariationen gemacht. Haben wir die noch Ja. irgendwo? Oder sind die Moment. weggeschmissen? Mal gucken. Ich glaube, die müssen noch da sein. Ja, ich probiere halt gerne, bevor ich in die richtige Illustration gehe, mehrere Farbvarianten aus. Und das habe ich hier ganz grob gemacht. Also. Bums, warte, ich das dann Ja, mache ich besser ich hin. mache das mal Jetzt wieder ist drunter. genau. Mach du das so. So. Genau. Einfach, weil es einfacher ist, am Anfang, wenn das wirklich noch so eine ganz grobe Skizze ist, verschiedene Farben auszuprobieren, als später in der richtigen Illustration, wenn man schon ganz viele Details vielleicht gemalt hat und schon viel Arbeit da reingesteckt hat, dann ist es halt viel aufwendiger, nochmal die Farben zu ändern. Und deswegen probiere ich halt so ein bisschen am Anfang immer rum und gucke, was funktioniert und Ja, was ich das fand machen ich auch gut, weil möchte. das ist auch eine Frage, die gestern kam. Aber deine Skizze war schon so schön. Machst du es nicht lieber, die Skizze zuerst zu verbessern und so? Aber nein, Nee. weil das ist dann mit den Farbversuchen so. Dann kann man es dem Kunden zeigen. Und Genau, wenn stimmt, das tue ich tatsächlich auch. der Kunde dann zufrieden Ja. ist, dann fängt die Arbeit echt an. Ja. Ja. Und warte da, von Kathleen. Hi Ramona, ich finde deine Illustrationen richtig toll. Dankeschön. Und die Lagerfeuer-Ilu kommt mir so bekannt vor. Ist die aus einem Kinderbuch? Nein, aber ich habe Ist das das die. Bild, das wir hinter uns haben da? Ich hatte die eine ganze Zeit lang auf meiner Facebook-Seite und Twitter und Instagram und so Ah, okay. weiter. Ich weiß nicht, ob sie die da vielleicht schon mal gesehen hat. Die habe ich tatsächlich für eine Winterkampagne für meine Agentur gemacht. Sie machen, hatte ich ja gestern schon erwähnt, regelmäßig Kampagnen und dann schreiben die uns an und geben so Bildvorschläge und sagen halt, mach mal ein paar Bilder zum Thema Winter oder Weihnachten, Herbst, Halloween. Und das wird dann zu unseren Kunden rausgeschickt. Das ist Und auch eine dafür coole war das. Geschichte, weil die Ramona hatte sich so vorgesetzt, da, okay, jetzt arbeite ich so 3 Jahre und mache Ja. schöne Illustrationen und dann gehe ich zu dieser Agentur, wo ich rein will. Aber das passierte alles viel schneller, weil die Ja. Agentur direkt zu Ramona gekommen ist. Und dann hast du 2 Jahre gespart. Ja, also ich dachte eigentlich, ich veröffentliche mein erstes Kinderbuch vielleicht so mit Mitte 30 oder so und dann ging das tatsächlich alles viel schneller, was aber super cool ist. Also ist wirklich so mein Traumjob eigentlich. Den ganzen Super. Tag malen, macht schon Spaß. Schöne Geschichte. Ja, genau, das sind die Farbstudien hier. Ich wieder. Und dann habe ich mir halt eine rausgesucht und die vergrößert und transparent gemacht. Und jetzt bin ich halt dabei, darüber zu zeichnen. Also die richtige Illustration zu zeichnen. Der Robert meint auch, dass Lecturio ist eine Tutorial-Plattform, die vor allem von Medizin- und Jurastudenten Ah, genutzt wird. Hey, okay. weißt du, das sind so Sachen, die wir überhaupt nicht Ja, kennen. das stimmt. Aber hey, ja, da kann man sich schon vorstellen, dass es YouTube-Tutorials für alles eigentlich gibt. Also so Ja. Videos und so. Ein Also auch auf. Jura-YouTube-Tutorial. Muss ich mir Ja. mal angucken. Ja, bestimmt Vielleicht ist informativ. es interessant. Ja. Wer weiß. Ja, auf Skillshare gibt es halt, wie gesagt, auch andere Bereiche, nicht nur im kreativen Bereich, sondern auch, glaube ich, zum Thema Programmierung, Business und so weiter. Sehr schön. Und jetzt, und gestern am Ende der 2 Stunden hat eben Ramona angefangen, da fein reinzuzeichnen. Genau, ja. Und dann am Ende gucken wir uns auch die
Skizze an. Den können wir dann vergleichen. Ja, genau. Dann sieht man den Unterschied vielleicht ein bisschen besser. Aber das wurde ich tatsächlich schon öfter gefragt. Oder ja, mir haben schon öfter gesagt, wieso, das sieht, ist doch eine fertige Illustration. Mhm. Sieht doch fertig aus. Warum malst du das jetzt nochmal? Aber... Markus fragt dich, wie ist die Agentur auf dich aufmerksam geworden? Und wie viele Followers hattest du auf Instagram damals? Ich war tatsächlich erst seit einem halben Jahr zu dem Zeitpunkt auf Instagram und Twitter angemeldet. Ich habe aber bei Twitter immer so einen Contest mitgemacht, Color Collective heißt das. Das heißt, das ist ein Account, der postet jede Woche eine Farbe. Dann machen alle möglichen Künstler aus verschiedensten Bereichen ein Bild zu dieser Farbe. Und posten das dann freitags um 8:30, glaube ich. Und dadurch habe ich relativ schnell einigermaßen viele Follower gekriegt. Also ich hatte dann nach einem halben Jahr irgendwie 1000 oder was. Das ist jetzt nicht super viel, aber ich glaube, dass meine Agentur mich halt darüber irgendwie gefunden hat und über Instagram. Ich denke, diese Sachen, da diese Sachen mitzumachen, wie Inktober oder eben solche Sachen, das lohnt sich. Wirklich, also dieser Contest, wenn ich ein normales Bild gepostet habe, dann hatte ich vielleicht so 5 bis 10 Likes dafür. Und dann habe ich bei diesem Contest ein Bild gepostet und dann hatte ich über 100, 200, 300 Likes auf einmal. Also das lohnt sich halt viel mehr. Und es gibt ganz viele solcher Contests. Es gibt irgendwie auch Animal Alphabet oder so, wo man jede Woche, glaube ich, ein Tier zeichnet. Robert sagt, Ramona, sehr schöne Zeichnungen auf deiner Homepage. Danke. So, ich sollte mich den Pinsel auswählen. Ah ja, da hat die Mikiko die Sachen mir willkommen gemacht. Warte, guck, tun wir mal diese... tun wir das mal sichern als Mikiko? Ach so, das ist eine gute Idee. Ja, also Ansicht, nein, Fenster, Arbeitsbereich, neuen Arbeitsbereich. Das nennen wir jetzt Mikiko. Oh, muss ich das morgen wieder umstellen. Speichern. Und wir gehen zurück auf... Wo ist er? Wo sind die? Hey. Arbeitsbereich da. Ups. Auf Malen. So. Ah, sehr gut. Und wenn du das jetzt so rumänderst, können wir das als Ramona saven für morgen. Okay, das ist sehr gut. Ja, und gestern hatten wir uns hier schon einige Brushes von Kyle Webster runtergeladen, die ja jetzt mit Photoshop kommen. Ja, die sind auch noch hier. Ja, mit Creative Cloud kriegt er ja alle Kyle Brushes. Ja. Das Megapack und Manga Brushes und Dry Brushes und Halftone Brushes. Alles Mögliche. Ja, und so ist der Kyle auch berühmt geworden. Der Kyle ist auch ein super Illustrator. Ich wollte gerade sagen, er ist auch ein Künstler. Ja, total, ja. Der zeichnet so gut. Ja, man denkt immer an die Pinsel, wenn man denkt nur an die Pinsel. Und das Lustige ist, der Kyle hatte nie ein Foto von sich auf Twitter oder... Echt? Ja, das war immer eine Zeichnung, okay? Also man wusste, dass Kyle Karl ist, aber wenn immer ich Leuten sage, kennst du Ramona? Und dann würde ich sagen, hallo. Ja. Und dann hat es gesagt, aber das war Kyle Webster. Was meinst du? Das war Kyle Webster? Ja, aber ich glaube, mittlerweile kennen die meisten sein Gesicht auch, oder? Ja. Und der war ja auch schon bei Adobe. Ja, aber das ist mir schon, wo ist das noch passiert letztes Mal? An irgendeiner Anstalt war ich und da habe ich die beiden, habe ich ein Introduction gemacht und da war so wenig, wie sagt man, Reaktion von der Person, habe ich gedacht, merkwürdig. Hat er denn Kyle nicht gern? Ja. Danach habe ich gesagt, das war Kyle Webster. Was? Oh. Ich glaube, in der Woche war auch Therese Larsen. Das fand ich auch super.
Ah, Therese Larsen mit dem Pferd. Wahnsinnig. Mein Gott. In einer Stunde. Das war, hatte so ein fotorealistisches Pferd gezeichnet. Ja, Mama Mia. Verrückt. Ja, die war mit mir zusammen und plötzlich gesagt, ah, ja. Oh, let's draw a horse. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja. Und echt da, in weniger als einer Stunde, plötzlich war da ein fotorealistisches Pferd, ohne irgendwelche Referenzmaterialien oder so. Ja, unglaublich. Das finde ich verrückt. Ich habe eigentlich immer Referenzbilder jetzt hier gerade nicht, weil halt ich habe normalerweise noch einen zweiten Bildschirm halt mit Referenzbildern und ich verbringe auch immer, wenn ich ein neues Projekt habe, so einen halben Tag oder so damit, Referenzbilder und Inspirationen zu finden, bevor ich wirklich anfange zu zeichnen. Ja. Deswegen fand ich das Wahnsinn, dass sie das also im Kopf, als hätte sie ein fotografisches Gedächtnis. Ja, Wahnsinn. Ja, die Therese war ein sehr interessanter Gast. Vielleicht kann der Tim noch den Link vielleicht zum Bild finden von dem Pferd. Oder vielleicht habe ich das noch hier irgendwo und tue ich das Link schicken. Nein, ich hab's nicht mehr hier. Da ist das Replay, ja. Okay, super. Hallo, Rebecca Ludwig ist auch hier. Rebecca war mit mir mal Moderatorin auf Adobe Live. Cool, dass du dabei bist, Rebecca. Super schöne Illustrationen, Ramona, sagt sie. Dankeschön. Ich konnte die letzten 2 Tage euch nur nebenher laufen lassen und habe es wahrscheinlich verpasst. Welches illustrierte Kinderbuch von dir kann ich für meine 2 Mädels kaufen? Im Moment, also ich mache das ja jetzt erst seit ungefähr ein bisschen was über ein Jahr und die Verlagsbranche funktioniert sehr langsam. Mhm. Das heißt, mein erstes Kinderbuch kommt jetzt im Frühling raus. Mhm. Das ist Badger's Perfect Garden, glaube ich. Der Name wurde irgendwie mehrere Male geändert. Aber ich glaube, dabei ist es jetzt geblieben. Ja, und Holger sagt auch, auf deiner Homepage sind natürlich auch Buchcovers. Da kann man... Ja, das sind aber nur Beispiele. Also von Buchklassikern, so der Zauberer von Ost und so weiter. Halt für Kunden, um zu sehen, wie ein Buchcover aussehen würde. Aber ich arbeite auch gerade an einem Buchcover mit HarperCollins. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Das ist auch ein Jugendbuch. Macht mir auch super, super viel Spaß, weil da kann man wirklich viel Zeit in ein Bild investieren und das richtig schön machen. Bei Kinderbüchern hast du dann irgendwie 30, 32 Illustrationen. Ja. Und auch die Julia Zieger, die mehrmals bei uns Gast war, sagt sehr schöne Illustrationen. Danke. Mit ihr habe ich auch ein paar Streams gecoacht. Ah ja? Ja. Julia ist super talentiert auch. Ja. Die macht alles. Ich hab es plötzlich gesehen auf deinem Instagram oder wo, dass du auch sehr gut zeichnest. Sie ist Grafikerin, glaube ich, oder? Ja. So. Was ich normalerweise auch immer mache. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ich habe eigentlich immer 2 Fenster offen. Das ist natürlich sehr klein hier. Das ist geändert. Was denn? Ich würde gerne, eigentlich könnte ich hier immer ein zweites Fenster von meiner Illustration öffnen. Vielleicht unter Fenster? Oh ja, stimmt. Anordnen. Im falschen Menü. Das packe ich mir mal so, klein daneben.
Um im Detail zu arbeiten und dann auch zu sehen, wie es. Ja, weil ich halt immer so klein fisselig arbeite und Okay. dann sieht man das ganze Bild nicht. Und manchmal arbeitest du es dann so lange an einer Stelle und renderst das super aus oder irgendwas und dann scrollst du raus und dann sieht es halt im Gesamtbild nicht gut aus. Deswegen habe Wie ich genügt das eigentlich. Preview-Fenster da, das Navigator nicht dafür? Das Problem dabei ist, hier kann ich dann halt nochmal so reinzoomen. Ah, Das kannst du bei okay, dem ja. Das Navigator kann man nicht. nicht, ja. Aber es würde Guter Punkt. auch funktionieren. Ich lasse jetzt so. Und wenn ihr das Video gern habt, bitte Like auf YouTube machen. Das macht uns ja immer Spaß, wenn Bestimmt, da ja. Likes drauf sind. Natürlich. Und wenn ihr natürlich wissen wollt, wann wir live sind, natürlich schicken wir E-Mails aus und manchmal tun wir Sachen in eure Creative Cloud App reinschicken. Da kommt der rote Punkt und sagt gerade, Adobe Deutschland ist live. Hast du das schon mal gesehen? Da im Creative Cloud Icon da oben. Nee, tatsächlich habe ich immer nur die Replays auf YouTube Okay. gesehen, leider. Aber auf YouTube kann man eben den Kanal, Adobe Deutschland Kanal abonnieren und dann auf die Glocke klicken, um zu sagen, ich möchte Alerts kriegen. Und dann jedes Mal, wenn wir live gehen, kann man ein Alert kriegen. Das ist gut Und zu wissen. kein Adobe Live mehr verpassen. Ich finde, man kann die wirklich gut so neben der Arbeit gucken. Tim und Julia kommen für den November-Stream runter nach München aus Magdeburg. Den Tim haben wir schon mal gesehen im Stream. Da kann der Tim vielleicht den Link hinschicken vom Stream, wo er da war. Aber der Tim ist halt so groß, dass im Stream sieht er immer so aus. Da ohne Kopf. Ja, auch wenn er sitzt. Das würde so aussehen, wenn der Tim hier wäre. Ja. Was macht er denn? Tim studiert an der Uni Magdeburg. Ja, Isabel wurde per E-Mail benachrichtigt. Gut. Aber das Problem mit den E-Mails, wir können die nicht immer an alle schicken, sonst wird das als Spam gesehen. Oh, okay. Ja, da müssen Firmen schon aufpassen, dass da nicht zu viel rausgeht. Das ist für uns blöd natürlich, weil Ja, wir das möchten stimmt. natürlich allen sagen, dass Adobe Live da ist, Ja. aber können wir nicht. Deshalb das Einfachste ist wirklich, den Adobe Deutschland YouTube-Kanal zu abonnieren und auf die Glocke klicken. Und wir arbeiten auch dran, dass eben wir bald auch auf Deutsch auf Behance streamen können. Und da kann Auch man cool. erst klicken und sagen, schick mir eine Nachricht, wenn ihr live seid. Ja, dann ist es viel, viel einfacher. Also der Stream im November, kann ich euch schon sagen, wann das ist. Das ist, gucken wir mal schnell, das ist der 13., 14. und 15. November. Oder mir halt auf Twitter oder Facebook folgen. Ich sag's ja immer. Ich gehe nach München, mache einen Stream.
Ja, meine Lady Janine, wir sind auf Facebook befreundet. Das ist das Beste. Da kriegt man Facebook. sofort das, ja, Facebook oder Twitter oder. Und der Ralf sagt, wäre vielleicht auch gut, wenn die Gäste auf ihren Kanälen darauf hinweisen würden, dass sie im Livestream sind. Das machen die. Habe ich gemacht, Ja, ja. machen sie. Haben wir viel neue Leute hier im Stream, die von euren Kanälen kommt. Ja, ich glaube, meine Follower sind überwiegend englischsprachig, deswegen weiß ich nicht, ob die Ja. hier sind, aber ich habe auch Deutsche, glaube ich. Ja. Dann sagen sie im Chat, what's happening here? Ja. What is this language I hear? Ich habe trotzdem einfach mal Bescheid gesagt. Und Holger fragt dich, rein aus Interesse, wie lange hast du im Schaffensprozess für Flying Rabbit gebraucht? Ist ein sehr schönes Bild. Flying Rabbit. Flying Rabbit. Hat er das mit dem, da? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das Einzige mit dem Hasen, was ich habe. Ja, normalerweise brauche ich für eine Illustration, für so eine kleine, so ein bis höchstens 2 Tage. Für ein volles Bild. Es kommt immer darauf an, wie komplex es ist und wofür ich das mache. Ja, aber so 1 bis 2 Tage oder einen halben bis Tag bis 2 Tage. Ja, das stimmt, Isabel. Also Replays sind gut. Ja, die kann man halt angucken, wenn wir nicht live sind. Aber wie du sagst, das Gute mit den Livestreams ist, dass man hier im Chat mitmachen kann und eben den Gästen Fragen stellen kann. Und wirklich sehen, das sage ich immer, Adobe Live ist wirklich wie über die Schulter von Profis gucken und gucken, wie sie arbeiten, wie sie Entscheidungen fassen, wie sie Farben auswählen, wie sie ja, alles machen. Ja, ich finde es immer super interessant, die Prozesse von anderen Illustratoren auch zu sehen, weil jeder ja doch irgendwie ein bisschen unterschiedlich arbeitet. Rebecca muss gehen. Ciao, Rebecca. Tschüss. Oh, du wurdest beim Update der neuen Apps informiert. Also wahrscheinlich ja im Creative Cloud hast du das gesehen, ja. Das nennen wir Creative Cloud Notifications. Auch ganz cool. Aber die kann man auch nicht allen schicken. Warum? Weil die Weil ich Leute viele. nerven sich, wenn Ach das Punkt so. rot wird und ja. Schwierig. Ich glaube, der Christoph, doch, der Christoph war da an einem Instagram-Story machen hat, glaube ich. Ja. Ralf. Ja, das klappt bald auf Behance streamen. Ich bin mir ziemlich sicher. Das sind ein paar technische Probleme, um eben zu definieren, dass wer die deutschen Streams eigentlich sieht. Ist nicht einfach, weil. Okay. Habt ihr, ist der Computer auf Deutsch, aber Ach viele so. benutzen den Computer auch auf Englisch und die Ja. Programme auf Englisch. Also ist es besser, die englischen Streams oder da ist ein wenig so politisch, sagen wir mal so. Aber das passiert bestimmt irgendwann. Und Marien sieht es immer über Facebook und Instagram. Ah, bei Marien, bist du in Holland? Und die Julia weiß vom Tim, dass wir live sind. Siehst du, das ist alles eine große Familie. Hey, wir sind live. Hey, der Tim ist live, ja.
Stefanie fragt dich, wie hast du am Anfang Geld verdient als Selbstständige? Waren das nur Vektorgrafiken, die am meisten... Ja, am Anfang habe ich tatsächlich nur Vektorgrafiken gemacht und hatte ich ja gestern schon erzählt, ich habe halt in 7 verschiedene Microstock-Agenturen eingestellt, wie Fotolia, Shutterstock und so weiter. Und habe dann jede Woche meine 50 bis 100 Vektorgrafiken gemacht und hochgeladen. 50 bis 100 Vektorgrafiken pro Woche. Und dadurch hatte ich dann irgendwann so eine Art passives Einkommen. Mhm. Und dadurch hatte ich dann die Möglichkeit, mich wirklich eine ganze Zeit lang mehr auf Illustration zu konzentrieren, also auf das Zeichnen. Ich habe mir dann das Cintiq geholt 2014 und habe dann ja ganz viele Bücher über Illustration gelesen und Kurse mitgemacht online. Und ja. Und gestern hast du gesagt, wie viele Vektorgrafiken hast du hochgeladen? Etwas über 8000. 8000? Ja. Ich mache das schon lange. Aber ja, wie gesagt, jetzt mache ich das halt nicht mehr. Weil irgendwann wird es mir dann auch langweilig. Und Vektorgrafiken sind halt ziemlich technisch. Also, ich meine, es gibt viele Leute, denen das Spaß macht, glaube ich. Aber ich... Meine Zeichnen ist halt so direkt und ich habe schon immer lieber gemalt und gezeichnet. Wie heiße ich auf Facebook? Ich heiße Rufus Deutschland. hallo Wolfgang, wieder zurück. Super. Und Ecki, also Ralf, sagt, ich finde den deutschen Kanal besser als den von den Amis. Danke. Cool. Ja, also für auf Adobe können wir bestimmt kein Opt-in-E-Mail machen für Adobe Live, aber sobald wir auf Behance sind, dann können wir ein Opt-in machen und dann wird alles viel einfacher für die Erinnerungen. Und Ralf muss weg. Bis morgen. Ralf. Tschüss, Ralf. Oh, der Chan macht da pures Marketing. Okay. Hey Freunde, kurze Bitte an euch. Ich mache gerade ein kleines Reporting zu Adobe Live für unsere Kollegin in US. Könntet ihr mir hier in der Chat schreiben, wie ihr Adobe Live findet? Ah, du Marketing-Tier. Chan-Döner. Ja, also Ralf, ich würde sagen, ein wöchentliches Adobe Live auf Deutsch, da würde ich verrückt. In Amerika haben sie ein ganzes Team, das Adobe Live macht. Ich bin hier mit dem Chan. Wir drücken alle Buttons hier alleine, kontrollieren das Internet, unsere Kameras, unsere Gäste. In Amerika ist das ganze Team und einer macht einen Chart, einer macht die Technik. Da muss sich der Moderator nur hinsetzen und der Gast hinsetzen und los geht's. Ah, jetzt kommen die ganzen Texte für Chan rein. Ja, und der Tim, also in Amerika haben wir da, für die Technik ist da einer, der heißt Paco. Und Paco ist für die Technik. Und der Tim will immer Deutschlands Paco werden. Mhm. Ja, und wir haben auch einen Paco in Frankreich. Also da nennen wir immer den US Paco, American Paco, French Paco. Und Tim ist unser deutscher Paco. Gibt es einen französischen Stream? Nein, aber es gibt... Die machen schon Streaming, aber einmal pro Woche eine Stunde oder so. Mhm.
Ja, durchgehend. 24 Stunden pro Tag. 7 Tage pro Woche. Und 354 Tage pro Jahr. Weil ein Tag können wir aufhören. Okay, das ist sehr großzügig. Oh, der Ton ist wieder weg. Nein. Bitte nicht. Ton ist da. Ja, das Coole auch im Chat ist, dass eben einige von euch haben dann auch Kollaborationen angefangen. Und auch die Gäste haben angefangen, Kollaborationen Oh, zu cool. machen und so. Und ja, schon eine coole Sache. Ja. Und Melanie und Mikiko gehen jetzt. Okay. Bis morgen. Tschüss. 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 Okay, bis morgen. Tschüss. 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 Ja, einmal pro Monat, aber echt gut. Ich glaube, Marin, ich glaube, die Julia hat mit jemandem zusammengearbeitet, dann jemand vom Chat. Ich weiß nicht mehr, aber ich bin mir sicher. Das habe ich mir nicht erfunden. Okay. Ah, Sebastian Linder und Robert Tranitzky haben zusammengearbeitet. Die waren zwei Gäste auch. Felix fragt dich, mit welcher Hardware arbeitest du? PC oder Mac, Grafiktablet oder ansonsten weiter so? Danke. Ich arbeite normalerweise mit einem 24 Zoll Cintiq, also so ein großes, und einem zweiten Bildschirm an einem PC in Photoshop. Okay, mal. Ja, der Volker sagt, bin durchaus begeistert von Adobe Live. Interessante und vor allem sympathische Gäste und Themen. Die Technik ist noch verbesserungswürdig. Da bin ich einverstanden. Oh, Volker, nach einem Update-Fiasko bei CC wenigstens was Positives? Was denn? Was ist passiert? Da man ja sowieso nicht mehr richtig arbeiten kann, ist Adobe Live cool, ja. Okay.
Naja, bei mir ist das Update alles gut gegangen. Ja, bei mir glaube ich auch. Beim Tim läuft CC auch rund. Ja. Ja, also Updates sind immer heikel, oder? Weil ja, eigentlich sind das sind Programme, die auf den Rechner geschrieben werden. Und wenn da irgendwas falsch geht oder so, kann es natürlich Probleme geben. Aber ja, ich habe keine großen Probleme. Also viele Benutzer haben Probleme mit diesen neuen Sachen, die automatisch. Neue Sachen in Photoshop, wie das Skalierung und so. Ja. Das finde ich aber super. Das finde ich auch super, ja. Also, ist eigentlich auch logisch, mhm. Finde ich. Ja, und viele wollen in Photoshop, dass die Geschichte wieder da ist und nicht das Command Z, 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 Z. Okay. Nein, das nicht. Das Problem hatte ich nicht. Ich habe, das war irgendwie die Steuerung Z alt oder so. Ja. Um das abzuzumachen. Ja. Und ich habe das auf meinen Keys am CT okay, ja, ja. Aber jetzt kann man einfach Steuerung Z, Z, Z und kann in die Geschichte zurück. Das ist auch super cool. Ist in dem Fotografie-Abo PS für iPad automatisch dabei? Es gibt noch kein PS für iPad. Das gibt's nicht. Wir arbeiten dran. Das wurde ja auch letzte Woche auf Adobe Max gezeigt, wie das funktionieren könnte. Das geht bestimmt. Soll nächstes Jahr rauskommen, oder? Ja, 2019. Und Marien fragt dich, welches Brush benutzt denn Ramona? Jetzt gerade so ein Basic Pencil oder Perfect Pencil oder so heißt er. Aber ich benutze mal irgendeinen halten Bleistift. Mhm. Und für die Farbe dann entweder auch Bleistift oder ein Aquarellpinsel, also Watercolor Brush. Aber ich spiele auch relativ viel rum. Ich habe irgendwie gar nicht so meine festen Pinsel. Mhm. Und Volker sagt, habt ihr alles gut? Also ihm ist wahrscheinlich alles schief gegangen. Tut mir leid, Volker. Ja, da ist eigentlich nichts zu lachen, ich weiß. Ja. So Technik kann manchmal ganz schön nerven. Ja, Dominik, du hast recht, die neue Skalierung in Photoshop ist gut, aber gewöhnungsbedürftig. Das stimmt. Aber eigentlich, wenn man denkt, skalieren ist eigentlich immer proportionell. Das sollte, ja, das sollte nicht. Das andere eigentlich nie. Oder ja, hab's nie benutzt. Genau. Und deshalb, sonst musste man einfach immer Shift drücken, um das proportionell zu machen. Aber vielleicht für Compositing und so, wenn man da so Blätter auf einen Baum tut, dann will man doch, dass die Blätter irgendwie verschieden aussehen und da tut man nicht proportionell. Ja, aber kann man da nicht auch Steuerung drücken und das dann richtig transformieren? Mhm. Oh, und Patrick sagt, gestern hatte das Transformieren in Photoshop nicht richtig funktioniert, heute geht's wieder. Ja. Das ist Magie. Es funktioniert oder es funktioniert nicht. Es kann nicht an einem Tag funktionieren und an einem anderen nicht. Wenn da zwischendrin kein Update ist oder ich weiß nicht was. Hast du gerade gesaved? Nee, könnte ich aber auch machen. Oh, also die Frage von Volker, wann das Photoshop für iPad kommt, ob man sich da zusätzlich abonnieren muss. Da habe ich keine Ahnung. Das wird auch noch überhaupt nicht diskutiert in Adobe. Die Ingenieure, also die Programmierer arbeiten noch am Programm und das wird alles rauskommen. Aber wie ihr sehen könnt, ich will da nichts. So, ich weiß auch nicht, aber alle Programme kommen natürlich in die Creative Cloud rein. Und auch die neuen, wie zum Beispiel
Adobe Premiere Rush. Das ist so ein Video-Editing-Programm auf dem Telefon oder am iPad, eine App. Und die funktioniert auch auf dem Computer. Und das ist also ein Workflow, um ganz schnell Videos zusammenzumachen. Muss ich auch unbedingt ausprobieren. Und das kann man natürlich nur als App abonnieren. Das sind, glaube ich, so $10. Oder es ist halt in der Creative Cloud drinnen. Und Markus hat bei Premiere und Rush nur Abstürze. Okay, Markus. Und was sagt Google von den Abstürzen? Haben das viele andere? Also ich habe nichts gehört eigentlich. Hat das vielleicht mit der Maschine zu tun, mit dem Prozessor oder so? Ja, der Tim will auch nichts versprechen. Sehr gut, Tim. Ah, ein Systemneustart. Das kann auch sein. Systemneustart ist immer gut. Ich lasse meinen Rechner auch immer an, bis irgendwas crasht. Und dann, wieder an. Albert, es ist keinen Rahmen mehr drum. Das habe ich gestern auch gesehen mit Mikiko. Na, mit dir. Was denn? Das ist kein Rahmen. Oder war das mit der Melanie? Ich weiß nicht mehr. Haben wir in Photoshop probiert zu skalieren und irgendwas ging nicht. Wir hatten irgendwas mit der Auswahl erstellt. Ja, das mit der Auswahl, ja. Dennis, gute Frage. Was ist der Vorteil von Illustrationen in Photoshop anstatt Illustrator? Also die zwei Programme sind sehr verschieden natürlich. Photoshop zeichnet man mit Pixels und wenn man reinzoomt, wird es natürlich auch pixelig. Ja. Aber man kann halt eben diese schönen Striche, die wirklich wie Bleistift aussehen, sehr künstlerisch halt. In Illustrator ist es vektorbasiert, also das bedeutet, dass es Resolution, sagt man das? Auflösungsindependent ist. Also da kann man 64.000 Mal reinzoomen, also Prozent, 64.000 Mal, nein, 64.000% reinzoomen und es bleibt noch immer scharf. Okay? Und das sind halt Vektoren. Natürlich kann man auch Vektoren machen in Photoshop, aber die werden dann verloren, wenn es als JPEG oder als Bildformat exportiert ist. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ein kleines Internetproblem hier, aber ich gehe voran. Und mit Illustrator, aber wenn man das Photoshop-Dokument als PDF exportiert, bleiben auch die Vektordateien dabei. Ja. Ja. Okay. Wie Text zum Beispiel oder solche Sachen. Ja. Okay. Machen wir einfach weiter. Ich checke mal mit Tim. Chat geht noch weiter. Wir sind zurück. Und was waren die Fragen hier?
Ja, und in Photoshop kann man alle Kyle Webster Brushes verwenden. Das ist auch richtig, Tim. Also in diesem Fall zeichnet die Ramona in Pixels. Okay. Aber natürlich kommt, das wird alles vorgeplant natürlich. Also wenn man ein Poster machen muss, dann muss man das Dokument schon groß genug haben, damit ja, das, damit die Auflösung richtig ist, wenn man eine Buchcover macht. Ja. Aber meistens, ja, meistens ist es immer besser, ein so ein größeres zu haben, weil man weiß ja nie, ob der, man das mal drucken, ob man das mal so drucken will oder eben, ob der, ob die Buchcover dann plötzlich ein Poster wird oder so. Ja. Das ist jetzt nicht so super groß, aber ist okay. Ah, also Premiere auf iMac und MacBook. Okay, gucken wir mal, was. Ich weiß auch nicht weiter hier. Müssen wir gucken, was Support dir sagt. Jetzt neu laden macht ein Rufus wieder scharf. Vielleicht ist das der Trick. Einfach kurz mal Stream an- und ausmachen. Und dann ist alles wieder grün hier auf meinem Keimkontrollgebiet. Ja, das ist auch ein sehr guter Tipp von Ramona, eben so ein kleines Fenster daneben zu haben, um zu sehen, wie das generell aussieht und dann im Detail arbeiten. Weil es ist richtig, manchmal konzentriert man sich so auf eine Zone des, der Zeichnung und plötzlich wird die dann auch zu dunkel oder zu verpinselt oder ver. Oder was die Mikiko gerade auch schon gemacht hat, das Bild spiegeln regelmäßig. Ja. Das mache ich eigentlich auch oft. So, vor allem irgendwie schneller nochmal Fehler auf, oder? Wie lange wird es Adobe Live geben? Ha. Das kommt exklusiv auf euch dran. Ja. Wenn niemand zuguckt, höre ich auf. Oh, mit den zwei Ansichten der gleichen Datei in Photoshop geht man einfach in Fenster und macht ein neues Fenster auf. Genau, Fenster anordnen und dann hier, neues Fenster für die Datei. Und das ist auch ein cooler Tipp für Fotografie und irgendeine Illustration, auch Design. Das machte ich sehr oft in InDesign. Hatte das Dokument auch in einem zweiten Fenster offen, wo ich die zwei Seiten sah und im Detail arbeitete. Und da konnte ich sehen, wie alles so im generellen Layout aussieht. Okay. Ja, ich finde halt auch, wenn es so im Kleinen nicht funktioniert, dann macht es halt auch keinen Sinn, mehr auszurennen oder mehr daran zu arbeiten, wenn halt das Bild als insgesamt nicht gut funktioniert und nicht gut aussieht. Das haben wir auch gestern schon gesagt mit den Grautönen. Dazu hast du ja zuerst die Grautöne reingetan, weil man sagt ja, dass auch in Grafikdesign, wenn es in Schwarz und Weiß nicht funktioniert, dann funktioniert es auch nicht in Farbe. Genau. Ja,
Ja, also die und alle Replays sind natürlich auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Da habe ich regelmäßig Playlists gemacht von allen Adobe Lives. Und da findet der Tim dann auch diese Perlen von der Vergangenheit. Fenster macht also Command 0 fast überflüssig. Was macht Command 0? Weiß ich gar nicht. Oder Command. Null. Ich weiß nicht. Ich will es auch nicht probieren jetzt. Nein, lieber nicht. Hallo Andreas aus Hamburg. Moin, moin. Ah, ganze Aussicht, Ansicht natürlich, ja. Ach so, Ja. stimmt. Gehst du auch von einer Sache zur anderen, und dann wieder ins Detail von einer anderen Sache und Ja, wie man sieht, ich arbeite zwischendurch an einem Mädchen und einem Kürbis, dann wieder an einem Feld. Und, ja, einmal, weil ich halt gerne noch fertig werden würde und deswegen mich nicht so im Detail verlieren will. Und ja, ist einfach einfacher für mich. Sonst hat man am Ende vielleicht irgendwie 2 Stunden in dem einen Bereich verbracht und das alles ganz toll gezeichnet und hat vielleicht eine Deadline und hat dann keine Zeit mehr, den Rest anzupassen. Ich sag mal, ich denke, du da auf dem Okay. iPad zeichnest. Ramona hat auch diesen coolen Handschuh. Ja, also ich kann schon gar nicht mehr ohne richtig zeichnen, weil man immer diesen Widerstand hat. Wirst du auf deinem iPad so eine Sache wie Paper-like drauf tun oder? Ja, das werde ich glaube ich probieren. Also ich habe mein iPad jetzt erst seit einigen Tagen und das ist cool, vor allem weil man halt so zwischen der Spitze und dem Gemalten hat man so gut wie keinen Platz irgendwie. Das ist ganz cool. Das ist beim Cintiq ein bisschen anders. Da ist immer so 1 mm oder 2 dazwischen. Aber es ist glatter als die Oberfläche auf dem Cintiq. Also man rutscht manchmal so ein bisschen weg. Okay, mal was total unwichtig ist. Wo findet man die Icons für den Chat? Wie meint ihr, welche Icons? Die Emojis? Also Emojis hab ich gesehen, das ist jetzt neu. Und diejenigen, die Emojis reintippen, wie zum Beispiel die Claudia, das macht sie wahrscheinlich von einem mobilen Gerät. Oder die Bilder hier. Die Bilder, die neben euren Namen sind. Da habe ich mal gefragt, ob es möglich wäre, eben eure Bilder vom Adobe ID da rein zu haben. Das ist anscheinend auch
ziemlich kompliziert oder nicht legal. Dennis, gute Frage. Wie funktioniert das mit dem Zeichnen iPad in Photoshop? Welches iPad ist das? Das ist iPad Pro mit Apple Pencil und mit AstroPad Studio. Also AstroPad Studio läuft auf dem Rechner und auf dem iPad. Und das tut den iPad so als, ja, tut einfach den Monitor genauso wie auf, genau wie ein, ja, ich habe es immer so ungern zu sagen, dass es wie ein Cintiq, ja, das stimmt, ist, weil ist es nicht, aber meine armen so Freunde von Wacom, ich habe es ja Cintiq so gern, aber in diesem Fall, ja, es ist halt eine Grafiktablett mit mit Preview. Ja, ja gut, beim Cintiq hast du den Vorteil, du hast halt noch diese Knöpfe, ja, und diesen Touchring, ja, und so, die du programmieren kannst. Aber da hast du auch Knöpfe. Nein. Ja, aber guck, mach mal auf, drück mal auf diesen Knopf hier zum Beispiel. Da kannst du lauter Knöpfe programmieren. Ach so, das ist sehr cool. Ja. Oh. Das seht ihr jetzt nicht auf dem, das wusste ich noch gar nicht, auf dem Screen, aber... Hm. iPad versus Wacom, was würdet ihr empfehlen? Hey, also da sage ich immer, also ich will dann natürlich auch die Ramona fragen, aber ich sage immer, was am besten funktioniert für euer Workflow. Natürlich hat es keinen Sinn, wie viel kostet ein Cintiq heutzutage? Ich habe mir 2014 gekauft und ich habe über 2000 Euro für schon nicht so viel. Also 2000 Euro sind nix, wenn man 10 Stunden pro Tag da auf einem Screen zeichnet, aber wenn man nur ein paar Sachen in InDesign rumschiebt oder wenig zeichnet oder wenig eben Fotografie retuschieren oder so, da macht es überhaupt keinen Sinn. Es kommt alles drauf. Also natürlich ist es sehr praktisch, ein Cintiq zu haben, weil das ist wirklich ist riesig und schöne Zeichenüberfläche, gute Farben und so. Und wenn ihr schon ein iPad habt, ein iPad Pro, dann könnt ihr ja probieren, wie das mit dem iPad funktioniert. Aber ja, Ramona. Ja. Also wenn man zum Beispiel viel unterwegs ist, ist, glaube ich, ein iPad auch ganz cool, wenn man das halt besser mitnehmen kann. Aber wenn man professionell zeichnet, ist, glaube ich, ein Cintiq besser mit Photoshop. Weil du hast ja auf dem iPad auch keinen Photoshop. Nein. Also... So, meine professionellen Illustrationen mache ich immer noch lieber im Photoshop, weil man einfach mehr Tools hat und mehr Möglichkeiten. Julia, du postest immer von diesem Luna Display. Das gucke ich mir jetzt gleich an, das kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ist das so wie Duett? Ah, okay, ein Second Display. Ja, also das kann man auch, also das, da ist ein spezielles Hardware anscheinend. Okay, es kostet 80 Euro, also 80 Dollar. Aber für das zweite Display benutze ich auf dem iPad eigentlich eine Sache, die heißt Duett. Und Duett kann man, glaube ich, auch im App Store finden. Oder doch nicht. Nein, also vielleicht auf dem Duett. Und Duett wurde von einem Entwickler von Apple entwickelt, duettdisplay.com, der Apple verlassen hat und hat sich dann in dieses Ding geworfen. Ah, ein Duett mit Touchbar sogar. Und dann wird eben das iPad, und eben das iPad Pro ist auch richtig groß, das wird ein
zweiter Monitor. Ja. Für den Laptop. Das okay. Ist ziemlich cool. Ja. Mal Duet Display da rein. Und wie viel kostet Duet Display? Ah, okay, dann ist die App auf dem iOS Store natürlich für einen. Und da kommt wahrscheinlich das. App Store. Duet. Ah, aber wenn man es schon mal runtergeladen hat, zeigst du den Preis nicht mehr an. Okay, whatever. Ihr habt mich ja verstanden. Ja, ist genau, das ist ein zweiter Bildschirm, ja. Das mit dem Duett. Kein Mirror. So toll, das ist so beruhigend, das ja. Geräusch, das ich weiß immer gar nicht, wenn das hört. Musik schnell aus. Okay. Sollte man das tipp. Ah. Hört man? Ja, und ich relaxe mich jetzt. Gleich auch mal ein bisschen mit Farbe schon mal an. Mhm. Sonst wird es ein bisschen langweilig. Wir haben noch ungefähr 50 Minuten. Okay. Es ist auch gut, dass der Rechner hier bleibt, weil viele Gäste, die gehen dann ins Hotel zurück und malen weiter. Arbeiten hätte weiter. Ich auch gemacht, ja. Und am Tag danach kommen sie an und ja. Das auf einem Layer. Ah, danke Stefan. Also 10,99 im Apple Store. Im App Store, ja. Und das für den Mac ist gratis. Also das laden wir einfach so runter und dann mit USB zusammen. Und dann wird der iPad ein zweiter Monitor. Da kann man wirklich vom Laptop zum Beispiel oder irgendeinem Computer, vom Laptop einfach die Fenster auf den anderen Monitor rüberziehen. Ganz praktisch. Ja, echt, Julia, ist total beruhigend, der Lärm. Also nicht der Lärm, wie sagt man? Die Geräusche? Die Geräusche, ja. Lärm ist nie beruhigend, oder? Nein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Menschen, die Lärm beruhigend finden. Nimmst du mal so den kurzen Weg und machst dir einen Pinsel mit mehreren Strichen und machst das Gras schneller? Habe ich schon probiert, aber das sieht irgendwie
sieht anders aus hinterher. Ja. Nein, man sieht halt, total, dass es ja. ein Pinsel war. Mhm. Also so handgemacht ist halt viel Arbeit, aber... Mhm. Lohnt sich. Ja, ist auch entspannt. Aber es gibt ja auch von Kai auch diese Schraffierpinsel. Ja. Ja. Ich habe auch schon... Also was ich manchmal mache, ich habe so mit richtigen Bleistift auf Papier und so einen ganzen Block schraffiert und das eingescannt. Mhm. Und wenn ich dann so einen Hintergrund habe, dann packe ich das dann manchmal drauf. Mhm. Und für Gras oder so mache ich das meistens per Hand. Coole Idee. Oder wenn ich ein Buch mache und ich habe mehrere Seiten, wo immer Gras drauf ist, dann kopiere ich mir das halt rüber oder und arbeite das dann da rein. Also man kann schon Abkürzungen nehmen. Ja, Tim, die Totenstille, wie beispielsweise bei mir zu Hause, da muss man sich dran gewöhnen. Ja, Tim sagt nämlich Lärm, aber kann beruhigend sein. Ja, ja, wenn man dran gewohnt, ja. gewöhnt ist. Genau, Julia. Luna Display ist kabellos. Mhm. Aber was ich so cool finde mit dem Astropath Studio, ist, dass wirklich, es ist super reaktiv, also ist überhaupt keine Latenz zwischen der Zeichnung und was in Photoshop passiert. Ja, Marin, stimmt. Du lebst ja auch im Grünen und liebst die Ruhe. Ja. Tim braucht Lärm. Ich brauche Ruhe. Ich brauche auch Ruhe. Bye bye, Charles Bronson. Bye bye. Ja, mitten in der Stadt arbeiten kann nerven, mit Musik geht's aber, sagt Dominik. Hörst du Musik, wenn du arbeitest? Mhm, aber auch viele Hörbücher. Ah, ja. Also ich kann nicht nebenbei Serien schauen oder so. Mhm. Zu ablenkend, aber, ja. Ja, aber Hörbücher finde ich tatsächlich auch super, weil man dann... Man bleibt irgendwie länger dran, mhm. weil man wissen will, wie das Buch weitergeht. Ja, ja. Und man weiter lässt arbeitet. Sich, genau, ja. Sonst steht man eben auf und holt sich einen Tee oder so. Und so bleibt man dann irgendwie länger am PC. Ich habe es mal mit Hörbüchern, bei Arbeit habe ich es noch nie probiert, aber ich dachte, ja, okay, fürs Reisen und so ist cool, Hörbuch. Ja. Aber ehrlich, nach 10 Minuten macht Rufus... Dann weiß ich nicht mehr, wo ich es aufgehört habe. Das sollte so ein Sensor in den Kopfhörern sein, dass wenn der Kopf so macht, alles ja, aufhört. Stimmt. Meditatives Grasmalen, ja. So, ich bin jetzt gleich fertig damit. So sieht es jetzt ohne die Vorlage erstmal aus. Und jetzt. Ich lasse es erstmal so. Problem. Okay.
Wie hast du die Kurse für Skillshare aufgenommen? Sind das so Screen Recordings oder? Ja, genau. Ich habe halt OBS, habe ich halt meinen Screen aufgenommen und dann in Premiere alles. Und mit Audition war das genau, habe ich den Ton aufgenommen. Okay. Und halt ein bisschen was dazu erklärt und das dann alles in Premiere zusammengefügt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich da reinzuarbeiten, die ganzen Programme, aber es hat sich gelohnt. Aber wenn man es mal kann, dann ist es schon cool, wie man Videos zusammenschneiden kann und Ton reintun kann. Das war halt nur wirklich der erste Kurs, war halt auch so ein bisschen Überwindung, weil ich habe noch nie Audioaufnahmen gemacht oder mich selbst beim Zeichnen aufgenommen oder so. Aber ich habe sehr viel dabei gelernt und die nächsten Kurse gingen dann auch viel schneller. Jetzt muss ich noch After Effects After lernen. Tim Hard Audition. Ja. Ja, und After Effects, das ja eben, das ist auch so eine Sache, wenn man anfängt und mal kapiert, wie. Aber man kann auch unkomplexe Sachen machen. Ja, Das ist halt wie Photoshop. Man denkt, dass bei Denk dran, das erste Mal, als du Photoshop gesehen hast, da hast du gesagt, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann hast du angefangen zu finden, die Tools, die du benutzt. Und sicher sind 80% der Sachen in Photoshop, die du überhaupt nicht benutzt. Ja, mindestens, Die dir dann auch total egal sind und die dann überhaupt nicht mehr siehst. Ja. Ne? Und ich glaube, so geht es auch mit After Effects. Stimmt. Also mir hat es echt geholfen. Ich habe immer so Kurse mitgemacht, halt im Internet oder so Tutorials angeguckt. Dann hatte ich ein Notizbuch und habe mir halt alles, die ganzen Shortcuts und alles aufgeschrieben, die Werkzeuge, die ich brauche. Und dann habe ich mir halt ein Projekt ausgesucht, ein Bild oder so, und mit meinem Notizbuch habe ich dann die ganzen Sachen umgesetzt. Und so habe ich das super schnell gelernt, tatsächlich. Kennst du die dänische Grafikerin Maria Grönlund? Nee, ich glaube nicht. Die war in den ersten Adobe Lives mit uns, glaube ich. Nein, wir gingen zu ihr und haben das Adobe Live von ihr zu Hause gemacht in Dänemark, in Aarhus. Und eben, sie hatte als Regel, also sie war Musikerin, ja. Okay. Und dann hat sie mit Grafik angefangen, später im Leben, und hat sich gesagt, okay, ich lerne jetzt jeden Tag, lerne ich ein neues Tool in Illustrator. Ja, das finde ich super. Und so ist sie eben Illustrator-Experte geworden und macht die schönsten Grafiken, die es gibt. Mir mal angucken. Ah, es gibt auch ein Duett Pro. Okay. Ah ja, Pro. Ah, und Duet Pro funktioniert so ein wenig wie AstroPad. Okay, interessant. Wusste ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren.
Frank. Lobby, danke. Hab gerade Pause. Super. Du hast auch gleich Pause. Ja, okay. Ist schon wieder vorbei. 40 Minuten. Ja, auf Adobe Max letzte Woche haben sie auch das Project Gemini gezeigt. Ja, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Und hast du gesehen, wie man da so Wasserfarben ja, und, diese mischen kann und Pinsel, so? Ja, diese neuen Pinsel mit der Ölfarbe. Schon cool. Und so. Das war Wahnsinn. Das kommt aber auch erst nächstes Jahr raus, glaube ich. 2019. Ne? Okay, schade. Zeit für Kaffee, Julia, genau. Bringst du uns einen? Aber das Coole mit dem Sofortarbeiten nach einer Reise nach Amerika ist, dass der Jetlag sofort weggeht. Ja. Ja. Okay. Ja, muss man einfach normal, so, ja, normal weitermachen. Gar keine und Zeit. Dann, ja. Genau, Tim. Frank, das ist ein Apple Pencil. Und Thomas Böttcher fragt, wann ungefähr 2019? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. Ja, wir sind alle gespannt auf Project Gemini. Ja. Ich weiß nicht, ob das Project Gemini heißt, weil gestern hat jemand gesagt, das ist so eine zweite NASA-Mondmission war Gemini, glaube ich, oder so. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass Gemini eben Photoshop Sketch und Illustrated Draw in ein Programm werden. So habe ich mir die Geschichte vorgestellt. Aber ich müsste dem Produktteam fragen, woher der Name kommt. Ja, Kaffee für alle. Danke, Julia. Dann läuft sie wirklich rein. Ja, sehr schön. Ah, gute Idee, ja, einen Gemini-Chart zu machen und jeden Monat ein neues Thema. Da muss ich mich echt an die Zeichnung wieder zurücktun. Ich bin ja nach Florenz gezogen, weil ich von den Computern nicht mehr wissen wollte. Oh, okay. Und bin malen gegangen. Mhm. Malschule und so. Alles oh, ja. Florenz Renaissance ja. Und so. Schön. Ich war auch nicht schlecht, sagen wir mal so. Aber dann musste ich auch überleben. Dann habe ich wieder angefangen, Grafiken zu machen. Ach so, und jetzt malst du nicht mehr? Jetzt male ich nicht mehr, nein. Auch nicht anfangen. So nebenbei? Nein. Schade. Nebenbei habe ich, nein. Keine Zeit. Es gibt für mich kein Nebenbei. Okay. Aber ist cool so. Ich habe eine coole Arbeit bei Adobe. Ja. Das ist. Könntest du auch digital malen. Ja, genau. Und vielleicht, aber ich bin noch nicht überzeugt über, also ich sehe jetzt super, ja, super coole Illustrationen, aber, und deshalb habe ich mir auch den iPad Pro genommen, den größeren, weil das ist echt wie ein A4-Blatt. Ja. Das ist schon groß genug, um, ja, deswegen um habe Gästen ich auch das größere, zu machen. Ja. Ja. Alle Magdeburger da. Wer ist noch in Magdeburg? Gehen einen Kaffee trinken am Freitag.
Geht das auch mit dem Stift so ein wenig rund unterlegen und dann wird er dicker? Ja, ich habe jetzt gerade so einen Watercolor, deswegen, aber mit dem Pencil geht's, genau. Ja. Ja, lass uns eine riesige Sketchgruppe aufmachen. Jule ist schon dabei, Marine ist dabei. Wer weiß, vielleicht ist Ramona auch dabei. Hi. Auch Thomas ist dabei. Also den Photoshop für iPad haben wir auf der Max gesehen, aber nur auf der großen Bühne. Hat keiner... Und Christoph in the house. Hallo. Also ich konnte denn das neue Photoshop nicht probieren oder angucken oder nein. Wie man in Amerika sagt, above my pay grade. Ah, Julian, ja, du kannst alles, aber du weißt noch nicht, wie man schweißt. Das würde mich auch interessieren. Metallskulpturen. Oh, ja. Okay. Das mit diesen coolen Helmen da und. Aber es hilft auch mal, so andere Sachen zu machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, so Skulpturen aus so Modelliermasse zu machen. Es hilft so, dieses dreidimensionale Denken ein bisschen zu lernen. Wenn man mal irgendwie die Nase voll hat vom Zeichnen. Hm. Ah ja, Skulptur ist immer cool. Das ist das Einfachste, ist natürlich das Kneten. Ja. Weil wenn man da ein Stück Marmor anfängt reinzuhauen, das ist dann... Das ist schon was anderes. Das ist schon was anderes, ja. Da muss man schon ziemlich klare Ideen haben. Ja. Sonst sagst man nur den ganzen Tag... Ups. Und jetzt? Neues Stück Marmor. Ah, Mariens Schwester ist Bühnenplastikerin im Theater in Wiesbaden. Wow. Ah, da kann sie bestimmt schweißen. Oder machen man auf Bühnen vielleicht mehr mit so Hot Glue und ich weiß, ja, kommt drauf an, ich weiß auch nicht. Und Frank fragt dich, das ist eine recurring question. Okay. Wie lange braucht es, ein Kinderbuch zu gestalten? Tage, Wochen, Monate? Monate, auf jeden Fall. Also ein Kinderbuch hat ja normalerweise 32 Seiten. Das heißt dann sehr viele Illustrationen. Und dann macht man halt erst die Skizzen und schickt das zum Verlag und dann musst du halt aufs Feedback warten. Dann machst du eventuell noch Farbstudien. Und kriegst du die Geschichte oder wird die Geschichte während dem Zeichnen entwickelt? Oder? Nee, die Geschichte wird ja von einem Autor geschrieben. Okay. Also mein Ziel ist zwar, also ich übe auch Schreiben, mein Ziel ist irgendwann eigene Bücher zu schreiben und zu illustrieren, also so komplett eigene Projekte zu haben. Wenn man da einfach, denke ich mal, mehr kreative Freiheit hat, als wenn du die Geschichte von jemandem anderen illustrierst. Aber normalerweise kriegst du halt das Manuskript und dann kannst du dazu die Bilder malen.
Und ja, das, ich Und glaube, das Manuskript ist doch durchschnittlich. eine Seite. Ja. Fast. Ja. Ah, oder nein. So ungefähr eins, Und zwei, ein bis ja. drei, vier, je nachdem wie lang. Aber ich glaube, ein durchschnittliches Kinderbuch hat so Und 500 der Autor Wörter. kriegt einen großen Namen und Illustrationen bei Ramona. Nö, Klein. ist eigentlich Klein. immer gleich groß. Ja, und ich glaube, so im Durchschnitt braucht es so 3 bis 6 Monate. Bis es zu Ende ist. Und bis man fertig ist, ja, je nachdem, wie schnell der Illustrator ist. Hast du auch dran gedacht, vielleicht so Illustrationen für, wie sagt man, was sind diese nicht interaktiven Bücher, aber diese personalisierbaren Bücher, wo zum Beispiel jetzt ist es ein Mädchen auf dem Fahrrad Ja. und das Ach könnte so. jetzt auch ein Bub sein Ja. und weißt du, im Text ändern sich dann Namen, der kleine Rufus fährt zum Opa, okay, und dann tut sich das Bild im Druck dann ändern, weißt du, was ich meine? Hast du Ja. das schon gesehen? Ja, gibt es ja Leute, die das anbieten. Aber also, ich kriege ja die Aufträge von den Verlagen und da, die entscheiden halt solche Sachen. Bisher mache ich halt eher so traditionelle Kinderbücher. Aber es gibt ja auch mittlerweile auch so viele Kinder-Apps und so, so interaktive Kinderbücher. Ja, das auch, ja. Ja, das ist auch ganz cool. Oh, ein Schweißstream am Montag. Ah, aber das machst du auf Twitch, Gesundheit. Danke. Oh, Emanuel hat gerade mit Astropath getestet und sagt, es geht besser als Duett. Hat der Florian mich jetzt doch angesteckt? Oh. Ich gehe schnell raus, mir die Nase putzen. Ja, Okay, klar. wenn ich das hier mache, gehen die Mikros kaputt. Oh, Und okay. deshalb gehe Ja, ich raus mach und das komme gleich gerne. wieder. Okay, ich lasse dich ganz alleine Alles hier. klar. Okay? Bis gleich. Ja. Schnell, Rufus ist weg. Wir machen einen Raffel. Oh, ja, kannst einen Raffel machen, Tim. Auch wenn Rufus hier ist. Oh, da ist ja echt ein Raffel. Okay. Also, um mit dem Raffel mitzumachen, auf adobelive.com. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, könnt ihr das nicht mitmachen. Ihr müsst auf adobelive.com kommen. Mit dem Adobe ID einloggen. Das habt ihr ja alle schon. Und es sind noch 30 Sekunden, bevor es anfängt. Und dann in 30 Sekunden kommt ein roter Button. Und da müsst ihr draufklicken, um mitzumachen. Und der Preis sind 100 Sticker von Sticker Mule. Also da könnt ihr eure Grafik auf dem Sticker Mule Website rauftun, raufladen. Und dann werden euch 100 Sticker mit der Grafik geschickt. Wow, okay. Ziemlich cool. Die sehen cool Ja. aus. Die Julia hat auch so Stickers gemacht von einem Projekt, an dem sie hier auf Adobe Live gearbeitet hat. Ganz schöne Stickers sind das geworden. Ich habe die auch nicht bekommen. Nein, mir schickt man nie was. Chan hat die bekommen.
Oh. Oh. Oh, jetzt auf den Button drücken. Ich tue da nicht drauf drücken. Hm. 10 Sekunden noch. Boom. Und Wolfgang Schauf. Gratuliere. Du hast 100 Stecke gewonnen. Sag uns hier im Chat, was du mit den Stickers machst, Wolfgang. Was für eine Idee du hast. Ah, danke, Judas. Die Judas sagt, die bringt mir Stickers im November mit. Okay. Ja, Wolfgang muss noch erstmal dran denken, nachdenken, was er damit machen möchte. Cool, sag uns Bescheid mit dem Hashtag Adobe Live auf Twitter oder Instagram. Julia hat gerade einen Link reingetan. Gucken wir, was das ist. Sind das ihre Sticker? Ah ja, siehst du? Oh, cool. Das sind die Sticker von Julia. Ja, Sachen auf den Greenscreen kleben. Gucken wir mal, wie das aussieht. Dann ist so ein Loch hinter uns, oder? Zu hoch? Ah nein, ich habe noch da. Ja, und da ist so ein fliegender Pixel da, siehst du? Naja, Kindskopf, ich weiß. Okay, Thomas Benner aus Texas, gute Arbeit. Der Thomas hat mir bei Max sein Curriculum gegeben. Mhm. Das ist echt ein unglaublicher Curriculum. Bravo. Er lehrt auch ganz viel, also als Lehrer. Auch so im gestalterischen Bereich, oder was? Hm? Im gestalterischen Bereich? Ja. Die Farben werden ja wundervoll. Dankeschön. Und Melody Jenny sagt, da bekommt man richtig Lust, selbst zu malen. Ja, cool.
Das ist jetzt halt super entspannt, weil ich schon weiß, welche Farben ich benutzen werde. Deswegen. Benutzt du einen Radiergummi gerade? Nee, ich benutze einen weißen Watercolor Brush. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das gerade. Aber doch, funktioniert. Manchmal. Obwohl er auf Multiplizieren steht. Ist auch auf einer anderen Ebene. Der Tim will sich 100 Stickers mit Rufus-Emojis machen. Die gibt's doch nicht. Cool zu sehen, wie im Detail gearbeitet wird und dann im kleinen Screen, wie die Sachen langsam Form nehmen. Ja, also ich habe eigentlich auch immer das zweite Fenster da. Das ist natürlich praktisch, einen größeren Monitor zu haben. Ja, das stimmt. Aber ich gewöhne mich langsam daran, muss ich sagen. Schon besser als gestern. Gibt es mit dem Apple Pencil eigentlich auch das Drehen vom. Nein, das Filter nicht, oder? Wie bei Wacom, das ist ja cool, wenn man den Art Pen dreht, dann drehen sich auch die Pinsel. Da funktioniert das. Ich glaube nicht. Vielleicht kann man das irgendwie einstellen, aber. Ja, der Art Pen ist der dickere und der. Da fühlt dann auch die Rotation, oder? Ja. Obwohl der schon ziemlich intuitiv ist. Ich mag es auch, dass der so schmal ist. Was ich vom Apple Pencil gern habe, ist, dass es wiegt wie ein echter Bleistift. Ja. Ist nicht schwer oder leichter. Ja. Es hat die Form vom Bleistift. Ja. Und bei meinem anderen Stylus irgendwie ist hier diese Spitze auch mal so ein bisschen locker mit der Zeit. Ja. Aber die wird mit der Zeit bestimmt auch locker. Wahrscheinlich. Und die kann man ganz leicht austauschen. Ja. Christine sagt, ich schaue immer mal kurz rein und es ist jedes Mal ein Erlebnis. Oh, Wolfgang Schauf wohnt in Italien, sagt er gerade.
und für Europa verschicken die das sogar aus Italien. Okay, also Stickermühle ist in Italien, in Europa. Cool. Christine B., Projekt Gemini. Da hat der Tim den Link auch dafür. Da ist ein Blogpost, glaube ich, dass er mir erzählt, was Project Gemini ist und das eben das neue Zeichenprogramm für Tablets ist. Ah, stimmt, ja, Montignoso, jetzt erinnere ich mich. Wir haben ja vom Carrara Marble geredet und Montignoso ist bei Carrara. Oh. Kleine Welt. Genau, Project Gemini. Introducing Project Gemini. Da sind wir alle drauf gespannt. Weil man kann nicht sein Cintiq überall mitnehmen. Nein. Das kann man einfach nicht. Aber es gibt ja diese mobilen Cintiqs. Ja, davon habe ich auch eins. Wie heißen die? Companion? Ja. Die sind so ungefähr so groß wie das. Ja, ich glaube auch. Aber doch ziemlich schwer, um da in einer Tasche rumzu. Ja, das stimmt. Aber so als Desktop-Ersatz, ja, das ist schon. Desktop schon, ja. Also mir hat das manchmal ein bisschen das Leben gerettet. Ja. Eben in dem Companion ist es nicht nur ein Cintiq, ist auch das Ganze, ist einfach ein Rechner. Und ja. Das Windows drauf und. Ja. Und ja, und bis jetzt gab es ja noch kein Photoshop fürs iPad oder so, deswegen. Ja. Fast schon fertig. Ach, ich muss manchmal gucke ich auf die Uhr und plötzlich, puff, plötzlich ist es fertig. Oh. Also, ich mach ruhig weiter. Okay. Ganz in Ruhe. In 10 Minuten geht es ja weiter mit Christoph Göttling. Der sitzt schon hier, ganz präpariert und parat für 2 Stunden Livestream hier auf Adobe Live über Fotografie und Bildbearbeitung. Das wird toll. Da ist der Can wieder dabei. Das ist unser zweiter Tag. Und ist gut gegangen heute. Schöner Tag. Ja. Und morgen ist unser dritter und letzter Tag. Morgen ist der traurige Tag. Da müssen wir uns alle wieder verlassen für einen Monat. Aber ja. Also es gibt morgen noch einen ganzen Tag mit Melanie, mit Nikiko, mit Ramona und mit dem Christoph. Und aber in 10 Minuten, wie gesagt, geht's weiter mit Can und Christoph. Also bleibt alle hier und in den nächsten 2 Minuten gucken wir schnell, was hier noch passiert. Wie du das. So, ja. Ja. Ah, du bist schon Blätter malen. Ja, genau. Ich habe erstmal so grobe Formen, um so eine Grundfarbe zu haben mit so einem groben Aquarellbrush. Und jetzt mache ich ein paar Details, ein paar Blätter. Und vielleicht gehe ich dann hinterher noch mal ein bisschen mit dem Bleistift drüber. Und ihr im Chat, alles okay? Sehr schön geworden. Freue mich auf morgen. Hm.
Nikolai, bleib dabei. Das kann der. Ich habe jetzt keine Zeit mehr dazu antworten. Das müsste ich kontrollieren, was die die Tech Specs sind für CC 2019. Sierra, dann gab es High Sierra und dann, ich weiß, das muss ich kontrollieren. Aber ich schreibe dir im Chat. Okay, Nikolai, bleib dabei. Bleibt alle dabei. Es geht ja gleich weiter. Alles perfekt. Ja, wir lieben euch. Thomas Böttcher. Danke Tim, du hast dem Nikolai einen Link geschickt. System Requirements, sehr gut. Julia, bis morgen. Marin, ich finde das Bild auch sehr schön. So tolle Farben. Cordula auch. Vielen Dank, war super. Bis morgen. Bis morgen, Ramona. Tschüss. Tschüss.